Okay. Wir sind wieder da. Hallo Leute, willkommen bei My Magic Lex. Erstmal kommt der super Brainfuck, mit dem wir nicht gerechnet haben, wenn wir jetzt hier in der Chamber der lieben Königin sind. Das scheint Stellas Bett zu sein. Es gehört sich nicht, das Bett einer jungen Dame zu durchwühlen. Trotzdem, Flammtanz gefunden. Ja, das ist das, was ich nicht verstehe, wisst ihr? Sie hatte die ganze Zeit Flammtanz bei sich im Bett gehabt. Und hat die nicht mitgenommen. Was ist das für eine Logik? Niemand versteht es. Keine Sau versteht es. Aber sie hatte es dabei. Aber egal. Ja. Wollte ich nur mal an der Stelle mal festhalten. Ich weiß nur nicht warum. So, ich will auch nicht 336 Stunden Spielzeit. Übrigens, was ihr wissen solltet, 336 Stunden Spielzeit. Wir haben gerade mal 36 Stunden statt den 336. Wir werden niemals den Secret Soundtrack freischalten. Es tut mir so leid. Naja. Ja, so kann es kommen. Hätte sie voll von Anfang an mitnehmen können. Ja, hätte sie. Das ist das Ding. Ja, was ihr wissen müsst, wir haben doch schon die ganze Zeit die Andenken an die Krieger. Von Anfang an dabei. Diese Andenken der Krieger verwandeln sich in 14 Stunden erst in das, was wir jetzt brauchen als Item. Das Spiel geht davon aus, dass sie viel schlechter sind. Kriegen aber trotzdem dafür schon ziemlich nützliche Gegenstände. Wir sollten uns hier mal ein bisschen umsehen. Hier bei uns. Naja, wir sollten uns hier weiter umsehen. Hier kriegen wir noch ein paar Sachen. Unter anderem junge Wasabi-Wurzel. Hier gab es noch mehr, glaube ich, zu finden. Also irgendwie gab es hier noch mehr Sachen. Mal sehen. Ja, hier. Lichtweißstufe 4 finden wir hier noch. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Nichts weiter. Wir haben Wasabi gefunden. Kann das sein? Erstmal geht Stella in Lichtweil. In my beautiful wings. Entschuldigung, das ist ziemlich witzig. Tja, look at my beautiful wings. Wieso finde ich das gerade so witzig? Ja, junge Wasabi-Wurzel kann einen wiederbeleben. Und ist ein ausgezeichnetes Gewürz. Ist sehr scharf. Habt ihr schon mal Wasabi-Stäbchen gegessen? Entschuldigung, Ingwer-Stäbchen. Entschuldigung, Ingwer-Stäbchen gegessen. Ingwer-Stäbchen sind etwas, was ihr unbedingt mal probieren solltet. Die sind in der Zeit echt scheiße scharf, aber die schmecken eigentlich ganz lecker für das, was sie sind. So, habe ich hier noch irgendwas? Hier ist noch die Beach. Habe ich dieses Zimmer, während eure Abwesenheit gültig gereicht, meine liebe Könige. Und wenn ihr es hier habt, ist es ohnehin stets in Ordnung gehalten. Aber ich habe ihn noch zusätzlichen Glanz verdient. Gravierung im Boden wurde erneuert und das Bett wurde gekühlt. Hut euch doch bitte aus. Es ist deshalb so witzig. Sie ist die Königin des Eises. Warum friert sie? Warum hat sie in der Eiswüste gefroren? Hat sie das simuliert? Für die anderen? Oder spürt sie diese Kälte in der Art und Weise überhaupt? Niemand weiß es, sie hat doch nicht mal Eiszauber. Das ist doch viel behinderter. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen erst so runter. Erstmal nach links. Welche angenehme Überraschung, Königin Stella und ihre Freunde. Wie geht es euch heute? Mal erzählt sie im Schloss, eure Majestät habe die fünf Inseln bereist. Wenn Geschichten wahr sind, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Was für ein Gefallen? Ja, wenn man nicht hören, was zu sagen, was ist denn Naja. Naja. Wie schön, vielen Dank für eure Hilfe. Geht um die Tiere dieses Landes. Wie ihr seht, herrscht hier im Warzone ein raues Klima. Deswegen sind die einzigen Tiere, die es hier uns Menschen gibt, Nebelfische und Eisaffen. Wenn es sie denn wirklich gibt und natürlich auch der weiße Drache. Leider haben wir seit Jahrhunderten keinen Kontakt mehr zu den fünf Inseln. Deshalb hatten wir nie die Möglichkeit, neue Tiere zu importieren. Wir hatten das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Deshalb dachte ich mir, dass eure Gruppe und Königin Stella die fünf Inseln bereist. Könntet ihr doch Tiere aus aller Welt nach Warzone bringen? Wie hört sich das an? Die Gefahr hier heißt die Kate für Warzone. Möchtet ihr mithelfen? Natürlich helfen wir. Keine extra Tour. Okay. Oh je, du bist so ein komischer. Bist schon ein komischer Kauz, Tojiko. Nun gut, wir nehmen den Auftrag an. Oh, ihr helft uns, wie nett von euch. Also, was sollen wir tun? Gut, es sieht mich leid. Ihr müsst einfach nur überall in der Welt Tiere ansprechen. Hä? Die Tiere werden euren Wertsachen hinzugefügt, dann sprecht ihr einfach mich an. Hä? Natürlich werde ich euch belohnen. Danke und viel Glück. Okay. Erstmal müsst ihr weiter gucken gehen.
gibt es vielleicht noch was zu entdecken. Dieser Eistopf wurde mit großer Abwägung geschickt gefällt. Deine Haut könnte an ihm festfrieren, wenn du ihn berührst. Du hast Biskuit-Törtchen groß erhalten. Tja, ich würde sagen, Cella, zeig dir ein größeres Biskuit-Törtchen, statt den kleinen, was du die ganze Zeit mit dir trägst. Ja, jetzt haben wir ein großes, das uns 40 Angriff plus 40 Angriff geben kann. Toll, ne? Ich frage mich, was die Kate dazu sagen will. Ah, was sollen wir dazu sagen, ne? Ein wirklich sehr, sehr trauriger Ort. Aber hier können wir jetzt übrigens unsere Gegenstände abgeben. Hier sind die beiden Frauen. Die Ehemänner sind. Michelle, Barnett told me about my husband Graham. I'm so sorry. Had I been stronger, this wouldn't have happened. Please, Your Majesty, he was doing what he considered his own duty, his calling. To die in honor, fighting for you. I'm sure he wouldn't have had it any other way. That's right. So please, Michelle, stop blaming yourself. Thank you. They will always live on in my memories. Die sind schnell gestorben. Hier, ihr Loot. Ich meine, das ist mir immer noch ein Gedächtnis. Deshalb, Königstelle, ich wünsche, ihr würdet nicht so traurig sein. Bitte zeigt dem Menschen dieses Landes euer Lächeln. Tut es für ihn. Ey, du! Nicht mehr Alex Hand! I brought back their personal belongings for you. If only I could have handed them to you earlier. I'm so sorry. Your Majesty, please take these with you. These Magnus once belonged to Sir Graham and my husband. I hope they'll be of some help. Ritterhelm. Thank you. I'll take good care of them. Tja, wir haben einen Ritterhelm bekommen. Der ist für, ach, der Krieg. Kikibari. Ein Ritterhelm. Kann, glaube ich, nicht schaden, wa? Ja, statt diesen Dragoner-Helm. Oder lieber, statt der Blume. Ja, statt der Blume. Wow, fällt mir dazu nur ein. Tja, kann man so stehen lassen. Gerade weil, dass der Mann tot ist und seine Sachen verschenken. Du hast ein... was? Vögelchen Fatale? Pff, dreh gleich durch, ey. Dreh einfach gleich durch, wisst ihr das? Ich spring gleich aus dem Fenster, wenn das so weitergeht. Spring aus dem Fenster! Phönixhelm. Gut. Schade, dass Felix nicht hier ist. Aal. Was? Stopp jetzt! Hört mir auf, irgendwelche Scheiße zu gehen. Ob du es glaubst oder nicht, richtig gekocht kann all eine Delikatesse sein. Aber ist dir nicht zusammen mit eigentlichen Frauen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Okay, dann ihm halt nicht. Zahlte C dann hart. Ne, und den Phönix, den geben wir. Tja. Statt den Dragonerschild. Aukibari. Er hat doch keine Tiere, warum? Oh geil, Durchfall. Was? Was passiert? Naja, egal. So, jetzt kommt etwas aus Ryus Album. Aus dem Ritteralbum. Das kann ich soweit sagen. Isn't that a dragon? It's amazing. A creature of legend, still alive. Ah, the great Mizuti relishes the thought of riding it someday. A
It's been a while, hasn't it, O White Dragon? I'll be asking you for your help again, very soon. Please be ready. Bye. Bye. Wo sind meine eingelegten Pflaumen? Meine eingelegte Pflaumen. Da. Ich habe eingelegte Pflaumen und einen Aal. Besser als alles andere, was ich jemals besessen habe. So. Ja, also wir haben Aal und eingelegte Pflaumen. Das sollten wir bei diesem Kampf mal probieren. Ja. Weißere hat sanfte Augen. Vor kurzem hat er mich angelächelt. Das ist nicht gelogen, ich sage euch die Wahrheit. Hallo Drache. Schön, dass du so fett bist, wie du fett bist. Ey, wie schwabbelst du? Ein legendäres Wesen, dieser weiße Drache ist der letzte seiner. Der letzte Drache der Welt. Defeated. Glaube ich. Tja, was können wir noch machen? Ach ja, hier, Misudi. Vogelchen Fatale habe ich noch für dich. Das ist besser. Nicht? Verursacht Kopfschmerzen, wenn angelegt. Warum sollte ich den nehmen? Hä? Da geht Kopfschmerzen und dann war das schlecht. Schlaf und Leben. Hä? Egal. Ich hab keine Ahnung. Aber. Halt mal. Da gab's doch noch etwas. Sehe ich gerade. Jupp. Irgendwo der Typ, der stalkt, ist hier irgendwo noch. Heißt, das ist wohl das Volk, sein Wesen vermacht und deshalb ist er Hack. Obwohl er sehr an euch hängt, wird er darum bitten, König Stern, die Drachen nur mit Erlaubnis zu reiten. Okay, alles klar. Scheiß Drache. Kann man auch dazu sagen. Können wir das so festhalten? Würde sagen, ja. Wer kann ja ein Nebelfisch. Weil wieso kriegt man auch ohne den Vogelkopfschmerzen? Das stimmt allerdings. So wie das Stalker, man. Die Gruppe auf dieser Säule ist eindeutig nicht das Werk eines Anfängers. Etwas anderes als große Kunst hätte ich. Ich in. Was? Kavaljit mal auch nicht erwartet. Ein durchschnittlicher Bildhauer würde da fein geschliffene Kanten keinesfalls zustande bringen. Was tust du da, Mann? Ey, was machst du da? Wirst du doch nicht etwa das Schloss niederreißen? Königin Stella und ihr Freunde, wie geht's euch allen? Ich habe die Gravuren des Schlosses studiert. Die sind einfach geil. Bist du sicher, wie du aus so einem Gleis dämmern wirst? Oh nein, was für ein lächerlicher Gedanke. Versuche durch das Studium dieser alten Gravuren eine neue Gravierungstechnik zu entwickeln. So weiß werde ich euch meine neue Ideen vorführen. Ich habe einen Werkstattkurs, da könnt ihr jederzeit bei vorbeikommen. Wenn ihr allerdings so etwas weiter studieren. Also besuch mich erst einen späteren Zeitpunkt. Was zur Hölle? Warum tut er das? Ich brauche hier den Tisch. Da ist grüner Tee drauf. Danke. Gut, will noch jemand grünen Tee haben? Der heilt ziemlich viel. Also, ihr solltet es euch wirklich überlegen. Statt den Gral. Statt dem. Das ist, glaube ich, effektiver. Ich hatte das Gefühl, dass irgendjemand noch schlechte Heilungskarten hat. Weiß nur nicht, wer. Einer von euch hat schlechte Heilungskarten. Ich weiß das. Wer? Wer von euch hatte... Ich habe alle Pökelfleisch. Wollt ihr mich verarschen? Willst du mich verarschen, ne? Okay. Ihr habt alle keine schlechte Heilung gehabt. Wieso habt ihr alle gute Sachen? Was soll das? Guter Tee ist besser als der Heilige Gral, ja. Was ist ein Sabi? Ja, könnte man so festhalten, definitiv. Dieser Keralkopf ist festgefroren. Du kannst die Decke nicht abnehmen. Oh, shit. Geht einfach nicht. Was soll ich denn machen? Naja, egal. Gehen wir erstmal in die Stadt, würde ich sagen. Genug im Palast herumgewühlt. Lecker. Kursa. Stadt des ewigen Schnees.
It's so peaceful. Nein, Saufel, guck dich hin! Saufel, guck dich hin! Yep, great place. A little nippy, though. Anyway, tell us your story, Shella. Tell us why the Queen of Wazen would need to embark on such a dangerous journey. Let's see. Where should I start? It was about 9 years ago, I think. Barnett, my royal nanny, the one you met back in the palace, felt something strange was going on in the outside world. Something is about to happen. It is but a pebble in calm waters now, but its ripples will grow. Until someday, it will swallow all, the people, the world, everything. Das hört sich ziemlich dramatisch an und übertrieben. Einfach so aus dem Nichts. So she decided to send out 3 witches to keep an eye on the outside world. Cadell. Glamis. Und den Pinguin. Katrin. All of them are younger sisters of Barnett. Somit erklären sich auch die alten Wahrsagerinnen, warum Shella sich so ruhig verhalten hat an den Stellen immer und nichts dazu gesagt hat. Could they be the ones who wove the magical shield encircling Anuanui? Yes, indeed. It was them. We actually bumped into them on several occasions in our travels. Remember this name. Never forget. The name of the god was Malpertio. Wichtig an der Stelle anzumerken ist, Kallus hat dort sein anderes Modell von Anfang des Spiels. Er trägt nicht seinen Umhang. Es ist also das falsche Model, was sie da benutzen. Nur mal an der Stelle erwähnt. Malpertio sucked up the entire ocean, but choked and drowned in the very water he swallowed. Haben die ganze Zeit Druck auf Kallus ausgeübt. Haben die ganze Zeit Druck auf, weil sie wussten, dass irgendwas nicht stimmte. A new anyway awaits you. You must go. Go and face your destiny. If you wish to return to the life you once lived, as... Besonders die letzte hat's deutlich gemacht. Now this is strange. This young man here, I feel no madness within him. Just an empty and lonely darkness. Sie hat's sehr deutlich gemacht. For quite a while, the world saw little change. We began to wonder whether we had made too much of a fuss about it. But then, 2 years ago, Barnett suddenly had a strong premonition, an ill omen. Those not meant to meet have indeed met. An ominous, terrible tragedy is in the making.
The end of the world is drawing near. That very night, I had an awful nightmare. So, I took two guards with me, Graham and Leon. We reached the Empire and heard ominous rumors about the Emperor. I posed as a maid and found work in the Imperial Palace. Eventually, I found out about Gelderblame's secret scheme. I stole a pendant, which seemed to be the key to his plans, and ran away. Das scheißt sehr oft Gaudi, Mann. Ist irgendwie das klischeehafteste Klischee von allen, dass die Welt immer gleich untergehen muss wegen allem. The Emperor spoke of something being sealed away in Sadal Sud's Moonguile Forest. Warum muss ich bei Falmundwald eigentlich immer an Southwind denken? It was there that I met Callus. Which leads to us here, now. Correct. I see. Shella's battle started long ago, while we were still living the simple life. With no. Well, enough reminiscing. Let's take a look around town until Barnett's done with shit, the preparations. Okay. So, wir wollen erstmal ganz nach links gehen und uns den Weihnachtsmann hier angucken, der hier ist. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit Alufe. Ein Schneemann mit einem ziemlich hübschen Gesicht. Wenn er ihn hinsehen, erkennst du, dass er etwas hält. Wolkenwappen. Tja, was ist ein Wolkenwappen? Ein Wappen, das eine dunkle Wolke zeigt. Sieht so aus, als ob Rehe im Westen Regenwolken aufziehen und es zu regnen beginnt. Wenn du zu lange drauf starrst, wird dein Herz von Wolken umhüllt und du bist betrübt. Aha. Interessant. Das geht aber nicht, Sabine. Das will ich ja nicht geben. Das kann eigentlich ganz gut Liot für sich tragen. Bin mir recht sicher. Statt seiner gebrochenen Herzkarte. Na, nee, die muss er behalten. Die muss er behalten. Das ist wichtig. Aber hier, so ein Schattenhorn könnte man langsam aus dem Deck raus. Die werden langsam ein bisschen unnötig. Wo soll sie doch rutschen, wenn die. Müssen doch nicht immer gleich Eisphysik haben. Ein Gefühl der falschen Sicherheit. Wirklich Southwind, findest du? Okay. Willst du doch nicht etwas spoilern, oder? Lieber Southwind, also. Weiß es noch nicht. Ach ja. Ich wollte ja hier reingehen. Ich kontrolliere nur die ganze Zeit, ob ich hier auch alles korrekt abziehe. Hier. Ich wollte mich ein bisschen umsehen. Ob ich hier noch irgendwas finden kann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob hier was drin war. Meistens sind die Häuser immer mit irgendwas gefüllt. Ja, ein Gegenstand. So, ja, wohnen. War hier noch mehr? In der Tonne ist etwas. Finster war Stufe 4. Okay, super. Gerne. Jupp. Wieder eine Karte setzen. Habe ich noch eine Stufe 1 Karte. Hier, ich hatte irgendwo noch eine Kronos gehabt, genau. Ah, es fühlt sich immer so gut an, wenn man eine 1er Karte gegen eine 4er tauschen kann. Ja, das ist immer. Das ist der Stoff, den wir brauchen, ne? Ich glaube, der nächste Raum war komisch. Oder? War das nicht so? Was ist denn das? Hier ist ja nicht mehr was. Oh, Löcher. Komm, wieder wie zu Hause. Echt? Ja, genau, das war dieser komische Angelraum gewesen, wo alle angeln. Psst, ihr vertreibt die Fische. Habt ihr keine Manieren? Gute Güte. Immer nur angeln, Tag für Tag. Es gibt hier sonst keine Freizeitbeschäftigung. Ach, ich hab das Leben hier langsam satt. Schön, dass du in andere Länder zureist, aber das ist leider nicht möglich. Was ist das für ein Fisch? Ein großer, gefrorener Fisch. Wenn ihr betrachtet, entdeckst du, dass es Katzensocke mal war. Aber vielleicht ist auch noch was drin. Urasa Minor. Okay.
Alles klar. Angeln ist gut für die Seele, meine Freunde. Sieht nur auf dieses Loch zu konstruieren und da kacken die. Wer bist du? Was ist mit der Jugend von heute los? Ein Haufen Nixnutze, sage ich euch. Ist ihnen unser Schicksal und das der Eiskönig dann völlig egal, welches Schicksal fragt ihr nach dem Ozean zu beschützen, natürlich. Uff, Leute aus der Außenwelt werden es nie verstehen, ihr Fixer. Tja, meine Himmelsblumenknospe ist doch keine Himmelsblüte, Vanessa. Tut mir leid. Ich guck schon die ganze regelmäßig drauf. Leider noch nicht. Leider noch nicht. Hallo, anderer Schneemann, Alufe. Schneemann, hübschen Gesicht. Leider hält er nichts in der Hand. Hätte er sein können. Naja. Hier war, glaube ich, auch der Shop gewesen. Ja. Die Dame ist wichtig. Hey, auf zu frieren. Wie gefällt euch Kurs? Es ist ein wenig kalt. Seht euch um. Die schöne, macht so müde Reisende wieder munter. Warst du das gewesen? Irgendjemand von euch war doch einer davon gewesen. Ja. Hm, dieser Stau erinnert mich an etwas. Kann ich ihn mir mal ansehen? Usaibia. Das ist der Name meiner Mutter. Und dieser Kassenmann. Danke, da kann der Name meines Vaters sein. Langsam erinnere ich mich. Aber wieso hast du diesen Stammbaum? Kassmann hat ihn dir gegeben. Er will mich sehen, wo er steht. Oh, ich gehe. Natürlich gehe ich. Ihr könnt diese ganze Quest, ihr müsst doch drüber nachdenken, ihr könnt diese ganze Quest einfach übersehen. Ist das nicht lustig? Tja, und die würde nicht mitkommen, wenn ihr nicht Usaibia da drauf hättet. Könntest du meinen Mann und meiner Tochter sagen, dass ich unterwegs zu meinem Vater Kassmann bin? Mein Mann und meine Tochter sind nach Gomeza gegangen. Ich mache mir große Sorgen wegen des Blizzards. Tja, kein Ding, würde ich sagen. War hier rechts noch irgendwas? Ne. Hier ist so Schnee. Falls man Schnee haben will. Ich will nochmal kurz einkaufen gehen. Gucken, ob ich da irgendwas finde. Obwohl, dass du nur Schule hast und keine Arbeiterlupe. Ja. Oh nein, ist wieder so eine Frau. Verkaufen. Was habe ich denn da? So ein Käfer. Okay, alles klar. Vögelchen, fatale. Du bist auch Vögelchen verteilt. Was ist das für ein... Was ist das für ein Ohrring? Ist er besser als meiner? Ich kann also nochmal gucken gehen, was man hier kaufen kann. Ja, Shish-Kebabs und Weizencracker nicht einfach für euch mit. Wellenbrecher. Saxo-Flamme. Sie war voll von heiligen Licht durchtränkte Projektile atemberaubender Geschwindigkeit ab. Räumt so alles Böse aus dem Weg. Nur wer rein Herzen ist, kann einen solchen Angriff widerstehen. Oh shit. Krasser Scheiß, muss ich mal so sagen. Wirklich krasser Scheiß. Naja. Was soll ich dazu sagen? Können Sie den Windspell? Wollen wir den haben? Ja, was haben wir hier noch? Rindfleisch. Weizen. Das erhöht die Verteidigung. Sexoflame will ich haben. Und. Ja. Wellenbrecher hier auch. Und den Aqua-Impuls kann ich mir auch noch holen. Ich will für Scheller lieber noch eine Winddinge haben. Ja, lass sie so. Und sie so. Danke fürs Einkaufen, Mann. Danke. Oh Gott. Sie ist hier ohne Gold. Das wusste sie natürlich noch nicht. Ein Sexoflame. Liut statt den Lichthorn. Gibari kriegt Wassershit hier. Das ist das Schwächste von ihm. Das hier. Und Scheller bekommt bessere Windkarten. Ich habe noch relativ viele schwache Karten im Deck. Misutis Rang wird jetzt erhöht. Ist auch nicht zu beachten übrigens. Heißt, der wird gleich auch mit Karten vollgestopft, damit er einfach mehr angreifen kann. Ey, dieser Typ, der diese Guide gemacht hat, der ist so eine Pussy in den Kämpfen. Der ist so eine Pussy. Das ist unglaublich. Was der alles für ein Bullshit redet. Ich will nicht wissen, wie schlecht der kämpft. Der muss ja nie mit Kombos und so gekämpft haben oder mit Elementen richtig nachgedacht haben, so schlecht wie der sein muss. Mann, ey. Der macht dich echt aggressiv, der Typ. Jupp. Ja, eigentlich will ich mich nur leveln. Ich habe doch eh keine Dinger, wirklich, ne? Naja, hier wirst du leveln. Ich glaube, jemand dreht erstmal durch und spielt Neptunia. So, können wir eigentlich mal leveln? Jo, der liebe Misuti kann gelevelt werden. Freut mich schon mal sehr. Kann seinen Rang erhöhen. Ja, wie ihr sehen könnt, wie ich auch in der Guide sehen kann, der Typ redet auch nicht mehr über das Ranglevel. Regt mich richtig auf, der Typ. Der regt mich so auf. Selbst wenn man ein schwächeres Deck mit Karten hat, man kann trotzdem einfach, ja, kann auch einfach auf beides achten, Asimento. Es geht einfach beides.
Das ist ja das Schöne daran. Man hat einfach immer was bei den Kämpfen zu tun. Und wenn man das dann erfolgreich macht und sich wirklich ein bisschen Gehirnschmalz reinlegt, dann kann man eben halt mit beiden super geil zusammenarbeiten. Und das macht eben halt richtig Laune. Aber gerade die Kombos. Die Kombos sind das, was wirklich nachher den Schaden ausmacht. Das ist eben halt das Effektive nachher. Na gut. Was machen wir eigentlich nachher raus? Was würde ich eigentlich noch reinpacken? Ja, Mizuti, du hast Rangshit bekommen. Was ist denn so für dich das Effektivste gerade, was ich dir mitgeben kann? Ja, ich gebe dir mal weiter Siege mit. Und dann kriegst du ein paar verwelkte Blumen. Kannst du tragen, ein paar Kronos-Karten. Und dann kriegst du noch. Ja, dann kriegst du erstmal das, was du hast, ne? Feuer. Jo. So kann's gehen. Nun haben wir das ganze Dorf übrigens hier erforscht. Eigentlich muss er eine Obsttorte verteilen. Muss er? Ist das so? Da gibt es das Saxophon. Habe ich nicht das Saxophon gegeben? Habe ich doch, oder? Saxoflame. Doch, hat er bekommen. Hat er bekommen. Was denn eine Obsttorte? Wir haben eine Obsttorte? Ey, geil! Stimmt, wir haben eine Obsttorte. Alex muss eine Obsttorte verteilen. Alex, er kriegt 120 Lebenspunkte. Wer kriegt 120 Lebenspunkte? Alex, gewinne, gewinne, gewinne. Wer will, wer hat noch nicht? Alex, gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, 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 Alex, gewinne, 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 müsste mal wieder speichern. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Das mache ich auch mal. Irgendwo hier oben rechts war hier, glaube ich, noch was gewesen, oder? War hier nicht noch irgendwas? Ein Altar aus Eis, das Ritual sollte schnell durchgeführt werden, da es aus den Händen sonst erfrieren kommen könnte. Sagittarius, genau. Und jetzt kann ich mit Baronet reden. Your Majesty. All of you, please take care of yourselves. We will, Barnett. I promise we'll be back with the Ocean Mirror. I'm not worried, Your Majesty. Are you all ready? Jetzt kommt der behindertste Kampf der Welt übrigens. Jetzt kommt der behindertste Kampf von allen. Wir gehen zum Drachensee und wir werden den Super-RNG-Kampf machen. Er heißt deshalb der Super-RNG-Kampf, weil der Zufall entscheidet, ob man gewinnt oder nicht. Ohne Scheiße, es ist ein Bosskampf, wo der Zufall entscheidet, ob man gewinnt oder nicht. Ob man gewinnt oder nicht. Es ist der dümmste Kampf, den ihr jemals gesehen habt. Das habe ich gedacht, dass Alex das gefällt. Der Drachensee. You have been expected. Queen of the Icelands. You must pass the test to prove yourself worthy of receiving the mirror. Are you ready? An ordeal awaits you. So, viel Spaß.
bei Kampf des RNGs. Oh shit. Weiß auch nicht mehr, wie das ging. Man musste ja irgendwas ziehen. Triff deine Wahl. Yeah, RNG hat getroffen. Triff deine Wahl. Kamera. Das jetzt muss ich speichern. Nee, darf ich nicht. Darf ich speichern. Das ist RNG Kamera. Ich muss eigentlich stolz machen. Okay. Yeah. RNG ist mir treu. Yeah, wir werden was. Nimm einfach irgendwas. Oh shit, daneben. Ich habe auf die Fresse bekommen. Oh, triff deine Wahl. Chance. Oh, was soll ich nehmen? Baum? Schlecht. Was nehme ich denn? Eis? Nö. Falsch. Ist es das? Oh, Schaden gemacht. Das ist der spannendste Kampf der Welt. Oh mein Gott, Shinya Uno, ich weiß es nicht. Wir können eng was spielen, also weiß ich was war ist, was nicht. Chance. Oh shit, triff deine Wahl. Schlecht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Entweder ziehst du die richtige Karte oder nicht. Schlecht. Auch nicht richtig. Auch nicht. Schlecht! Man kann nichts wissen. Oh, ich hab die 50-50 Chance und ich schaff's nicht. Oh, wow. Das ist ja Schlag, Bro. Baum, nö, falsch. Falsch. Baum, nö. Oh, das war auch falsch. Alles ist falsch. Oh, das war auch nicht richtig. Ich will doch nur so Blumendings haben. Nö, kriegst du nicht. Kriegst nichts. Kriegst nichts. Nö. Shit. DK, gib mir Glück. Nein, DK. Ich kann sie gewinnen. Oh, ich hasse diesen Kamm. Yeah. Na, was sagst du dazu? Du darfst fortfahren. Was? Butterfly! You have done well. Take the mirror now, my daughter. But be prepared. Your possession of this mirror means the time has drawn near. When the mighty ocean must be released. Yes, I understand. Mother. Warum hast du so eine Bitch als Mutter? Ich habe übrigens die Karte bekommen der Eisgöttin. Das ist sehr gut. Sie testet den Mut und die Stärke von Königin Shella in einer schweren Prüfung. Mhm. Ozeanspiegel. Heil 1000, Verteidigung 125. Ist ein sehr, sehr starker Gegenstand. Ein heiliger Schatz der Eiswüste. Das göttliche Licht in diesem Spiegel besitzt eine Macht, welche die Geister der Finsternis bezwingen kann. Möglicherweise der einzige Weg, Kellis vor der Finsternis zu retten. Heiliger Wein und so ein Gral. Ja. Thanks.
Thank the heavens you are safe. How did it go? I have the mirror. Sie hat den RNG-Kampf gewonnen. I knew you could do it. Ich wusste, ihr würdet genug RNG haben. About 2 years ago, I had a dream foreshadowing the end of the world. Queen Shella also had a terrible nightmare. It was then that she lost most of her magical powers. Something was happening to the world. The queen decided to seek for answers on her own. She told me she had made a promise with her mother, the previous queen, to go and look for the cause. Queen Shella would never listen to anybody once she'd made up her mind. Yet she was still afraid of the outside world and what was happening around us. It was hard to know who would be friend and who would be foe. Not knowing who to trust, Queen Shella decided to travel incognito. Are you awake, Your Majesty? Die Outside World. Ja, weil die halt die ganze Zeit ihre Eiswelt nur gelebt haben. Alles andere drum hatten sie ja so 500, 600 Jahre keinen Kontakt mehr. Ja, war's ja, ja. Hatten keinen Bock auf andere. Yes. Sorry for worrying you. I'll be fine now. Drink this, my dear queen. Ob es da Elite-Eishitler-Ritter gab? It should cure you of any fatigue or dizziness. Thank you, Barnett. Ich will auch da sein. What's wrong? I suppose I used a few more herbs than you're used to. Was it too bitter? No, that's not it. Tell me, Barnett. Those who bathe in the light of the N. Magnus, one who is transformed after touching the power of the evil god, do you think the mirror would allow me to bring them back? I would say yes, Your Majesty. The mirror should be able to free anyone struck with the cursed god's breath and return them to their former selves. Really? Yes. Hey, Hoffnung für Kallus. Your Majesty should trust this old nanny. I know you want to save that young man from the darkness. I figure saving him may be your top priority. Barnett? Oh. But I often wonder, whatever happened to those who banished the evil god long ago? A race of beings with mysterious powers, the children of the earth. Da die erste Wette einige Male dran vorbeigeschlittert ist, gebannt zu werden, hält er sich jetzt seit den letzten Aufnahmen sehr, sehr geschmeidig. Darüber bin ich sehr froh. Have they disappeared completely? We don't have time to sit around pondering whether the people of those old legends exist or not to help us. Shella, need not be worried. The great Mizuti be with you. Na, Lukas, bist du schlecht und Hotz, mit dir spielen wir nicht mehr. Yes, of course. I'll be all right now. We should be heading back. Queen Corellia, Duke Calbrin, King Latikan, all the people of Sadal Sud, Diadem, Anuanue, Mira, and Alfard. And Kallus. And Kallus. Everyone's counting on us. Damn right. Let us go back to them. Yes, on the double.
Zum Glück war der RNG auf unserer Seite. Da ist jemand. Verknallt. Verknallt. So, nachdem wir diesen heftigen Bosskampf hinter uns haben, würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Button Kaitos. Wenn es wieder ein bisschen aufregender wird. In dem Sinne, euch eine gute Nacht. Und wir hören uns nächstes Mal wieder bei diesem interessanten Spiel. Ciao, ciao. Morgen, die kennt ihr nicht.